So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen den THW Kiel im DHB-Pokal. Endstand 21:22 vor 6.247 Zuschauern. Zur Halbzeit ein 11:10 für den SC Magdeburg. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten des THW Kiel. Niklas Eckberg mit 6 Toren und Raul Santos mit 4 Treffern. Auf Seiten des SC Magdeburg heute 8-mal erfolgreich. Robert Weber sowie 5-mal Nemanja Selenovic. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Alfred Gislason und bitten um seine Worte zu diesem Spiel. Ja, guten Abend. Also das war natürlich ein sehr, sehr enges und hart umkämpftes Spiel. Wir lagen, ich glaube, ganze erste Halbzeit zurück, haben auch in der Phase, in der ersten Halbzeit, 2 7-Meter verworfen, etliche Klaren von außen. Und aber was uns natürlich das Leben gerettet hat, war eine sehr starke Abwehr und ein sehr starker Landin dahinter und auch ein Eckberg, der aus sehr kleinen Winkeln einige Tore gemacht hat. Aber in der zweiten Halbzeit war das so, dass wir, denke ich, auch weiterhin sehr gut in der Abwehr standen und dadurch einige Gegenstoßtore machen konnten, haben das dann ja mal, indem das Magdeburg oder SM das genau das gleiche, was wir erst hat, mal 7 Meter verschießt und klare Chancen verschießt, sind wir mit 3 Toren weg und hätten das eigentlich besser hinkriegen müssen, weil das hätte auch in Verlängerung gehen können da am Ende. Aber letztendlich denke ich, dass wir verdient gewonnen haben. Das war ein sehr guter Kampf von meiner Mannschaft und war insgesamt, denke ich, ein sehr, sehr gutes Handballspiel. Dankeschön, Alfred. Vielleicht auch gleich noch der Manager vom THW Kiel, Thorsten Sturm. Wie hast du es gesehen? Sehr intensiv. Also auf beiden Seiten waren zwei sehr kämpferisch starke Mannschaften. Das war auch zu erwarten, glaube ich. Im Pokal geht es halt nur darum zu gewinnen. Und Magdeburg, das ist hier einfach auch ein Riesenclub und da kämpft man bis zum Umfallen. Und das haben die heute auch gemacht. Und genauso ist das Spiel auch gelaufen. Es hätte auch andersrum ausgehen können, sicherlich, aber ich glaube, am Ende hat der eine oder andere bei uns den kühleren Kopf bewahrt und dann haben wir das Spiel auch verdient gewonnen. Dankeschön. Ja, Bennett, wie ist deine Verfassung momentan? Könnte besser sein. Als erstes natürlich herzlichen Glückwunsch nach Kiel. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Kampf und ja, dann auch zu dem verdienten Wienden weiterkommen. Dass mein Herz jetzt nicht Purzelbäume schlägt, ist auch allen klar. Wir sind im DHB-Pokal ausgeschieden. Es war von Anfang an ein formuliertes Ziel von uns, dieses Final Four wieder spielen zu dürfen. Wir haben einfach riesen Erfahrungen im letzten Jahr damit gemacht und hatten viel Spaß. Natürlich auch durch den Pokalsieg, aber an diesem Event teilnehmen zu dürfen. Das ist uns in diesem Jahr ab jetzt dann verwehrt. Ich glaube, dass Alfred das schon richtig getroffen hat gerade. Wir haben eine ganz gute erste Halbzeit gespielt und können von meinem Gefühl halt auch mit 1-2 Toren mehr für uns vielleicht schon in die Kabine gehen. Schaffen das nicht, schaffen wir uns nicht so ein bisschen abzusetzen. Lassen es immer wieder aufkommen, dass Kiel nach 2 Toren wieder auf 1, wieder auf Unentschieden, wieder auf 1 geht. Aber schlimmer ist dann, dass wir in der zweiten Halbzeit so ein bisschen lethargisch wurden. Vor allen Dingen die ersten Minuten nicht richtig wieder in unser Spiel kommen. Wir uns viel vorgenommen haben, vielleicht sogar noch mal eine Schippe draufzulegen. Es ist uns aber nicht gelungen. Wir relativ schnell reagieren müssen, wechseln müssen, neu ordnen müssen. Und die Mannschaft braucht relativ lange, um sich zu finden und rennt dann natürlich immer diesen 2 Toren, ich glaube, es waren sogar einmal sogar 3 Toren hinterher. Und kriegen dann zum Schluss diesen berühmten Nadelstich, um nochmal richtig Stress auf den THW zu machen, nicht hin. Das liegt dann auch an uns, dass die Chancenauswertung in der zweiten Halbzeit nicht gut ist. Das muss man so sagen. Wenn wir 3 7-Meter verwerfen, dennoch noch ein paar Pfostentreffer von außen haben, Lattentreffer, dann bestraft das eine Mannschaft wie der THW Kiel natürlich. Und daher hat es dann zum Schluss nicht gereicht.
war jetzt schwer in der Kabine auch die richtigen Worte zu finden. Ich habe es mal so versucht zu formulieren. Schaffen wir diese Leistung in jedem Bundesligaspiel, in jedem Europapokalspiel, in jedem Pokalspiel über 60 Minuten so abzurufen, mit diesen kämpferischen Akzenten, können wir bestimmt jede Mannschaft schlagen. Das muss einfach unser Anspruch sein und das müssen wir auch aus dem vergangenen Bundesligaspiel einfach noch mitnehmen, weil das Ding ist für uns immer noch nicht abgehakt, das tut immer noch weh und wir hätten uns heute gern ein bisschen Balsam auf die Seele gelegt. War jetzt nicht möglich, möglich war es schon, war uns dann nicht vergönnt. Deswegen bin ich gespannt, wie wir das jetzt unsere Wunden geleckt bekommen. Wir haben am Sonntag das nächste wichtige Spiel gegen Füchse Berlin. Ein Riesenkompliment geht an unsere Zuschauer. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir nach solch Spiel in Minden hier einlaufen und über 60 Minuten derart nach vorne gepeitscht werden. Ja, da bin ich stolz auf Magdeburg und will nicht sagen, dass ich das nicht anders gewohnt bin, aber das ist überragend. Das hat uns heute sehr geholfen. Vielen lieben Dank dafür. Danke. Schönen Abend noch. Danke, Benitz. Ja, Steffen, was kannst du noch ergänzen? Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Auch von mir erstmal Glückwunsch an THW zum Weiterkommen. Ist natürlich schade. War ein sehr, sehr enges, ein sehr emotionales, ein sehr lautes Spiel. Also es war heute wieder sensationell, was hier in der Halle abgegangen ist. Leider hat es halt zum Schluss nicht gereicht. Ben hat es ja schon gesagt. Ich glaube, wir haben gerade in den letzten 6-7 Minuten ein bisschen viel liegen lassen, um einfach vielleicht wieder ranzukommen oder mit einer Führung zu gehen, dann sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus, aber das ist Sport. Dennoch bin ich stolz auf das, was heute hier passiert ist, auf die Mannschaft. Ich sehe das auch so, dass wenn wir es schaffen, es immer so abzurufen, dann wird so eine Saison deutlich einfacher, das ist ganz klar. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Das Einzige, was ich noch dann dazu sagen kann, ist, dass ich es schade finde, wenn es neue Regeln gibt, dass die Schiedsrichter sie halt auch nicht richtig anwenden können. Mehr möchte ich dann auch nicht sagen. Danke. Dankeschön, Steffen. Fragen von Seiten der anwesenden Medienvertreter? Bitte um Handzeichen. Ist nicht der Fall, denn vielleicht die weiteren Resultate vom DHB-Pokalspieltag. Gestern ja bereits Hannover gegen Göppingen 30-20, dann heute Minden gegen Melsungen 28-32, Flensburg gegen die Füchse nach Verlängerung 36-34, Wetzlar gegen Leipzig 25-27, Bietigheim gegen Ludwigshafen-Friesenheim 29-32, Balingen gegen den Bergischen HC 27-23 und morgen ist, glaube ich, auch noch eine Partie, die zu absolvieren ist, Erlangen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Dann danke ich recht herzlich, wünsche den Gästen vom THW Kiel angenehme Heimreise und wir sehen uns ja noch zweimal in dieser Saison. Bis dahin danke ich recht herzlich. Wiedersehen und wir spielen das nächste Spiel dann am kommenden Sonntag 15 Uhr gegen die Füchse Berlin Anwurf. Bis dahin, Dankeschön.